Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, hier sehen wir die innovative Technik der Zukunft aus Deutschland. Und zwar handelt es sich dabei um Annalena Baerbocks neues Dienstfahrzeug. Ein komfortabler Zweisitzer, damit auch Robert Habeck mitfahren kann. Und nach Auskunft der beiden grünen Ikonen ist dieses Fahrzeug völlig CO2-neutral. Die in Deutschland allseits beliebten und bekannten Experten, hier mal wieder die Wetterexperten, geben wieder eine Warnung raus. Es soll wieder heiß werden. Die einen sagen, die 40-Grad-Marke wird geknackt. Und die anderen sagen, es könnte an die 40-Grad-Marke herankommen. Wie dem auch sei, wie immer, einer so, ganz Experten halt. Auch dieser Herr hier scheint ein Experte zu sein. Er warnt die Menschheit vor einer nuklearen Katastrophe, vor der nuklearen Vernichtung. Und die Menschheit sei nur eine Fehlkalkulation davon entfernt. Lieber Herr Guterres, ja, das sind wir schon, seitdem es Atomwaffen gibt. Wenn einer mal was falsch entscheidet, dann macht es bumm und es ist aus. Bleiben wir bei einem so und einem so, also einer so, der andere so. Die einen sagen, Russland ist so schwach, dass es überhaupt nichts mehr machen kann. Und die anderen sagen, wir haben ja hier die Waffen zerstört, die der Westen der Ukraine geliefert hat. Wir glauben da eher dem Herrn aus Moskau, denn für uns war es auch ganz klar, dass es nicht nur eine Selbstverteidigung, sondern auch ein großes politisches Interesse ist und einen großen strategischen Wert hat und einen großen Imagegewinn bringt, wenn man die Waffen, die der Westen liefert, als allererstes ins Visier nimmt. Auf dem Corona-Gebiet gibt es auch was Neues. Die Forscher haben eine Waffe gegen den blauen Virus oder das blaue Virus gefunden. Und die Forschenden, die haben sich mehr mit dem roten oder rosanen Virus beschäftigt. Aber beide sind auf dem gleichen Weg. Forscher wie Forschende, das ist fein, das ist gut, das bringt die Menschheit voran. Dann haben wir gelesen, dass das Hirnwachstum beim Homo sapiens weniger fehlerhaft war als bei Neandertalern. Und wir haben mal Neandertaler gegoogelt und haben das Bild da oben rechts entdeckt. Das ist ein Bericht vom Bayerischen Rundfunk. Dazu möchten wir uns jetzt überhaupt weiter nicht äußern. Wir wollen eher darauf eingehen, dass das Hirnwachstum beim Menschen, also beim Homo sapiens, weniger fehlerhaft ist als beim Neandertaler. Und wir stellen das mal in Frage. Bei einigen Menschen, da trifft das höchstwahrscheinlich nicht zu. Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass man diese Behauptung zumindest bei dem einen oder anderen in Frage stellen kann, darf oder sollte. Unsere Annalena, sie wird ja in den Medien zurzeit gerade gefeiert, weil sie dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan die Stirn geboten hat und klare Kante gezeigt hat. Wir möchten da mal darauf hinweisen, dass sie nicht bis in die Hauptstadt der Türkei vorgelassen wurde und dass sie auch nur mit dem Außenminister gesprochen hat. Ja gut, Amtskollege, das ist auch vielleicht normal, aber Hauptstadtverbot war trotzdem angesagt. Dafür ist sie dann gleich weitergereist nach New York zur UN, um dort auch ihren Senf dazuzugeben. Und sie hat ihr Augenmerk auf den Atomwaffensperrvertrag gerichtet und gelegt und gesagt, dass der müsste gestärkt werden. Dieser Vertrag sagt, dass nur die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien Atomwaffen besitzen dürften. Annalena Baerbock hat dabei vergessen, dass all die Kandidaten, die auch gern Atomwaffen hätten oder teilweise auch schon haben, dass die aus diesem Vertrag längst ausgeschieden sind oder ihn gar nicht erst unterschrieben haben. Liebe Annalena, du kommst mal wieder aus dem Moostopf. Deine Stärkung des Atomwaffensperrvertrages bringt so gut wie nichts. Leute, in diesem Sinn, weiterhin bleibt am Ball, geht hinaus, zeigt Gesicht,
Lasst euch keine Angst machen. Angst muss nur der haben, der sich Angst machen lässt. Wir glauben weiter, es bröckelt, es bröselt. Bitte einen Daumen nach oben, bitte einen Kommentar da lassen und bitte abonnieren. Wir müssen noch mehr Menschen erreichen. Je mehr wir sind, je mehr von uns auf die Straße gehen, desto schneller geht es. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.